Ja, jetzt sitzen wir hier in einem Paradieskittern, in dem du seit wann lebst, wohnst, Oktober 2005, arbeitest. Also 7,5 Jahre. Mhm. Zurzeit verbringst du auch viel Zeit in der Christuskirche am Stadtgarten. Was treibt dich dahin? Ich habe da angefragt, ob ich den Raum nutzen kann, um während der Passionszeit da mit einer Installation oder mit meinem Sein sozusagen da, also ob die sich auf den Prozess einlassen können. Ja. Und die Antwort war ja. Also ich durfte dann an Weiber Fastnacht um 11:11 von der Küsterin den Schlüssel bekommen und habe mir auch vorher das noch gegönnt, eben in diesem Auftrieb der Narren, eben als heiliger Narr, ne, eben diese Stahlfigur hinten drauf, als Studentkanon gekleidet. An der Kirche angekommen und habe dann diesen Prozess da begonnen. Das ist jetzt die fünfte Woche. Prozess. Was ist das für ein Prozess? Das kann man sich vorstellen. Naja, also ich habe viel abzuschließen. Ne? Also ich habe 7 Jahre hier auf einem städtischen, verwahrlosten Grundstück versucht oder eben halt auch gezeigt, wie eben sich die Landschaft verändert, wenn einer sich wieder reinstellt in die Landschaft und also nicht mehr nach der Uhr tickt, sondern nach den Bedürfnissen der Wesen, die ihn umgeben oder der dessen, was drumherum ist, als Feuer will gehütet werden, Wasser, Versorgung, Gastfreundschaft, Garten fruchtbar machen, ne, die Erde durchgehen, die Steine alle ernten, gucken, wo wollen die gebaut werden und so weiter. Das war also 7 Jahre hier vor diesem Amtsgericht und der Desinfektionsanstalt war das hier so das Thema und eben auch eine Wirtschaftsweise zu entwickeln, die eben, wo das Geld nicht mehr dazwischen den Dingen steht, sondern die Dinge wieder ihren Blick bekommen, ihre Aufmerksamkeit und natürlich, ja, so. Ne? Und ich lebe eben da auch als Künstler hauptsächlich weit über 90% nur mit Materialien, die die Gesellschaft wegschmeißt. Also dieser Richtspruch der Sinnlosigkeit, dass die aus der Aufmerksamkeit fallen und dann sinnlos werden, also in die Abwertung gehen. Mhm. Und mein Versuch war hier eben ein Werkstattgebilde aufzubauen, das eben die Fähigkeit hat, Metall, Holz, Glas, Steine, Erden, Stoffe anzunehmen und sie eben aus diesem Abwärtstrend in den Aufwärtsbereich, also eine Art Factory, so Andy Warhol, nur eben nicht als Factory, sondern im Garten angesiedelt. Also so, dass sozusagen alles auch wieder auf das Gedeihen des Gartens zurückwirkt. Das ist das Prinzip, so, was ich hier probiert habe und wo es auch natürlich ein paar Erfolge gab, aber so im Großen und Ganzen muss man sagen, in Göln kann man sagen, ist gescheitert. Das letzte war dann im November Brandstiftung, dass eben die Hauptgebäude alle abgebrannt sind. Und 3 Wochen später ist mein Vater verstorben. Und diese Erfahrungen, diese Emotionen auch, die trägst du jetzt auch in die Christuskirche, in dieses Projekt, wie du es nennst. Mhm. Das geht bis wann? Bis Ostermontag. Bis Ostermontag. Mhm. Am kommenden Sonntag, am Sonntag, werden wir, das heißt Hugo und unser Gospelchor, dein Projekt besuchen. Du hast uns eingeladen. Da wollen wir uns sehr freuen. Ja, ich auch. Ja, weil der Raum, der brüllt danach in seiner Stille, zum Klangraum zu werden. Es ist ein Kunstprojekt. Ein Kunstprojekt, typischerweise erwartet man, man kommt in einen Raum, es ist still, man ist mit dem Kunstobjekt des Künstlers alleine, der Künstler ist immer also nicht da. Man hat in dieser Stille dieses Raumes dann Gelegenheit zu überlegen, ja, was will mir der Künstler eigentlich sagen? Das ist ein bisschen anders bei dir und deinem Projekt, der Christusbild. Da passiert immer mal was, du bist viel da, man hat gute Chancen, dich anzutreffen. Mhm. Ja, die Tür ist auf. Also genau, und am Sonntag werden wir versuchen, ja, was machen wir eigentlich? Ist es ein Konzert? Also, es ist immer mehr als ein Konzert. Wir versuchen, denke ich, verschiedene Kunstrichtungen zu vereinen, in einem Prozess auch. Das heißt Transformation, so haben wir den Namen gegeben, Transformation. Wir werden natürlich Musik mitbringen, als Gospelchor, Chess von Ladies als Gospelchorleiter mit dem Gospel Celebration Choir hier aus Köln. Wir haben uns gedacht, wir machen aber nicht einfach nur jetzt ein Konzert in dem Kunstraum, wir machen ein bisschen mehr.
ungewöhnliche Instrumente mitbringen. Es wird eine Tanzperformance geben. Oh. Wir werden ein bisschen die Dichtkunst zu Worte kommen lassen zum passenden Thema. Dann hast du heute, worüber ich mich sehr freue, zugesagt, auch selber künstlerisch gestaltend in den Prozess einzusteigen. Das heißt, du wirst ein Kunstwerk schaffen. Ja, ich würde sagen, also das wird so in Richtung Performance, bildende Performance gehen, Transformation. Also ich bin ja da sowieso dauernd in einem transformativen Geschehen und ich werde mich bemühen, das sozusagen in diesem Zeitraum, der mir dann da ist, das zu verdichten in der Aussage, im Bild auch, in der Handlung. Also wir sind, glaube ich, alle sehr kreativ, ein sehr kreatives Projekt und wir sind alle gespannt, wie es wird. Hoffen, dass viele kommen am Sonntag, 18 Uhr, Sonntag, 24. Psalmsonntag in der Christuskirche am Stadtgarten in Köln. Palmsonntag, genau. Und dann schauen wir mal, wie wir den Raum zum Klingen bringen. Ist ja, wir müssen ja sagen, es heißt ja nicht nur Transformation, es ist ja nicht nur Transformation. Das heißt ja, wir haben es genannt, also unseren Beitrag nennen wir The Gospel Experiment of Pain and Relief. Ja. Ja, weil es ist ein Experiment, deswegen den Begriff des Gospel, ja, zum Thema Brand. Ich setze ja auch gleich Feuer an. Ja, schon. Pain and Relief. Das müssen wir jetzt, glaube ich, mal neu aussehen. Die Kamera hier mal so. Ja, nochmal. Ja. Pain and Relief, also Relief, genau, heißt Befreiung oder was? Ja, die Erlösung, vom Schmerz, sozusagen. Pain and Relief. Ja, perfekt. Denn dein Thema hat ja mit Schmerz zu tun. Genau, Schmerzbewältigung. Schmerzbewältigung. So. Weltschmerz habe ich was gelesen. Weltschmerz. Und wir gucken mal, dass wir am Sonntag da ein bisschen reingehen in den Schmerz. Und das ist ja auch ein Thema des Gospels immer. Aber eben auch gucken, was können wir damit tun. Nicht einfach uns im Schmerz ergeben, sondern die eben. Also ich behaupte wirklich nach all den Erfahrungen, im Schmerz liegt das Energiepotenzial begraben, wenn wir so lange wir weiter Pillen schlucken, Alkohol aufschütten und ich weiß nicht was für Vermeidungsmittel, anstatt da durchzugehen. Es gibt keinen Energiemangel. Wer durch den Schmerz geht, braucht keine Zusatzenergie. Das versuchen wir am Sonntag, dann gehen wir mal. Ja, gehen wir mal durch. Transformieren. Yeah. Das hast du hier für einen Das ist auch aus dem Brand noch hervorgegangen. Es hat also schon richtig gekocht.